Rot, Taucheranzüge anhast und denkst, du bist was Krasses und du merkst es gar nicht, wie lächerlich du bist, wie peinlich du bist, ja? Du bist ja der unterste Schublade, du bist gar nicht zu retten. Du bist gar nicht zu retten, das merkst du aber gar nicht. Das ist die Erniedrigung. Die Erniedrigung ist nicht, dass du das bekommst. Die Erniedrigung ist, dass du gar nicht das siehst, wie blind dich Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hat. Und guck mal an, wie Allah subhanahu wa ta'ala dich erniedrigt. Mit deinem Aussehen, mit deiner Gestalt, mit deinen Klamotten, mit den ganzen Stellen, weil du die Bibel angreifst und behauptest, du folgst Jesus Christus, du richtest Jesus. Das Alte Testament erklärst du zu IS, zu Terror, obwohl es da geschrieben steht, derjenige, der seine Religion verlässt, soll getötet werden. So, wir starten ein neues Video gegen unseren Narzisst Amir Unzuchtpur, ja, und das Video wird nicht lange dauern, inshallah, halbe Stunde, 40 Minuten, ja, inshallah, ist auf jeden Fall nur geplant, die Nier ist da, halbe Stunde, 40 Minuten maximal. Das ist natürlich sehr belastend, weil wir drehen uns immer wieder im Kreis, ja, und dieser Mensch ist wirklich so penetrant, so eklig, widerwärtig, ja, und es macht auf jeden Fall keinen Spaß, ja, ihn überhaupt zuzuhören, weil er auch immer wieder dieselben Stellen erwähnt und dreht sich immer wieder im Kreis und wir werden jetzt auf einige Themen eingehen, das sind auch die letzten Videos, inshallah, weil er sich um Kreis dreht, drehen wir uns natürlich mit um Kreis. Wir werden auch einige Sachen erwähnen, die wir schon längst erwähnt haben, die wir schon aufgezeigt haben in anderen Videos. Aber vielleicht hat der eine und der andere verpasst oder nicht gesehen. Deswegen kann er sein, dass er dann hier auch etwas dazu lernt. Allahu alam. Auf jeden Fall sind, wie gesagt, die letzten Videos. Ja, bis zu Ramadan. Vielleicht kommen noch 5 Videos. Ich weiß es nicht. Ich habe nichts geplant. Auf jeden Fall wird morgen noch ein Video kommen. Was ich jetzt antworten werde, ist das gegen ABK Teil 3, als er da ein Video gemacht hat, hochgeladen hat. Gegen das werde ich inshallah antworten. Ansonsten kommt morgen nochmal ein Video zu das letzte Thema, was er halt angesprochen hat. Das war, glaube ich, gestern gewesen. Er hat dann einen Livestream gemacht und irgendwas, dass der Prophet Kinder umgebracht hat. Subhanallah, dass diese Menschen bewusst Lügen verbreiten. Das werden wir nochmal aufzeigen. Hier will ich noch eine Sache zeigen. Wir haben das schon im letzten Video erwähnt. Ich will es nochmal kurz zeigen und auf eine Sache nochmal hinaus. Amir hat das hier geschrieben, nach dem Anschlag in Neuseeland, anhand der Kommentare der Muslime sehen wir, warum die Menschen den Islam hassen. Die ganze Welt spricht davon, dass die Muslime intolerant und hasserfüllt sind und ihr bestätigt mir mit eurem Verhalten, dass es die Religion des Teufels ist. Wenn es nicht so wäre, würden sie niemals sowas machen. Ja, haben die Unzucht getrieben, ja, haben die dann im Namen Gottes dann gepredigt. Und haben Frauen veräppelt, weiß ich nicht. Das Erschreckende ist, dass es mehr gewaltbereite Muslime als friedliche gibt. Also mehr, es sind mehr gewaltbereite Muslime. Das will er gerne so haben. Ja, geht mal euren Nachbarn mal gucken. Der Ali heißt, der Mohammed heißt, der Mehmet heißt. Ist er gewalttätig? Ist er gewalttätig? So wie Amir das, also laut Koran, mit Koran und Sunna, der die Beweise aus dem Koran und Sunna nimmt und gewalttätig wird, ja? Also nicht hier der Drogendealer oder was weiß ich was, ja? Und hier, also der ist mehr gewalttätig als friedlich, sagt er, die Mehrheit. Ihr bestätigt ganz Deutschland, dass der Islam mit aller Macht, nicht vergessen, das haben wir schon im letzten Video gezeigt, das will ich nochmal auf eine Sache hinaus, mit aller Macht aufgehalten werden muss, also mit aller Macht, muss und Muslime, die es wagen, den Islam zu verbreiten, unter Strafe gestellt werden sollen, also unter Strafe. Das heißt, wie Muslime sollen bestraft werden, weil wir Muslime sind. Das sagt er hier. Überlegt euch mal, was hier geschrieben steht. Unglaublich, oder? Mit aller Macht und unter Strafe sollen wir gestellt werden. Das heißt, wir sollen Jizya zahlen, wir sollen vielleicht getötet werden oder was weiß ich was, ja, gefangen genommen werden. Also irgendwas, der will, dass die Muslime, so wie damals in der Zeit, wo Hitler, ja, wo die Nazis die Juden verhaftet haben, bestraft haben, so will er auch. Amir, ja, der will, dass die Muslime alle bestraft werden. Jetzt, das ist das eine, ja. Jetzt haben wir hier eine, also ich zeige euch, wie die Phase ist. Es gibt mehrere Phasen. Einmal Amir, der Hetzer, der YouTube-Videos verbreitet, ja, der YouTuber und solche wie er, ja, Stutzenberger und wie die alle heißen. Und dann gibt es ja die Fans. Das ist jetzt ein Fan, ja, von ihm, der unter seinem Video immer wieder was raufschreibt. Guckt euch mal an. Warum wollen alle Christen immer über den Koran reden? Ja, so hat die Bruder geschrieben. Ich
düht auf den Koran, ich möchte, dass diese ganze Fake-Muslime im Koran nehmen oder sich wieder verpissen. Lange genug war man ruhig, langsam regt ihr auf, habt mir das auch über Jahrzehnte angeschaut. Deine sogenannten Muslime und in meinen Augen benehmen sich viele wie braune Nazis. Das sagt genau der Richtige. Ja. Wird Zeit, dass diese Heuchler-Muslime bekämpft werden? Hier haben wir den Kampf. Ja, wenn du einen Schlag auf deine rechte Wange bekommst, sollst du deine linke hinhalten, liebe deine Feinde, liebe deine Nächsten, bla bla. Vergiss mal. Alles nur Show, alles Heuchlerei. Ja. Also Muslime sollen bekämpft werden und dass ihnen jemand klar machen, dass ihr nur Gäste seid. Also wir sind nur Gäste, ich bin hier geboren, überlegt euch mal. Er sagt, wir sind Gäste und wir sollen bekämpft werden. Amir, beste Kommentatorin, ja, die halt Kommentare abgibt, und durch Amirs haben wir schon gezeigt, ne? Und hier steht geschrieben, wow, die Liebe von Jesus strömt bei dir, ja, vor allen Seiten raus. Das hat der Bruder geschrieben. Und später, ich habe noch einen anderen Text, ich finde es nicht, da steht geschrieben, dass sie hier geschrieben hat dann, das ist der Zorn Gottes. Zorn Gottes, ja. Jetzt, was haben wir jetzt? Wir haben hier den Anschlag, der die in Neuseeland ausgeübt hat. Was steht hier geschrieben? Er will auch genau das, was Amir behauptet, dass Amir Wunsch ist, setzt er aber hier um. Also der Erste ist, wer ist Amir? Der verbreitet die Hetze, ja. Der verbreitet die Hetze über YouTube, ja. Verbreitet, macht Videos, hetzt auf, dass die Muslime bestraft werden müssen, ja, und so weiter. Die zweite Person ist der Zuschauer, der hört die Hetze oder sie hört die Hetze. Und der Dritte reagiert auf die Hetze. Und das ist der Anschlag. Dann passiert so ein Anschlag hier. So einfach ist es hier. Der sagt hier sogar, das ist sein letztes Wort. Ja, bevor er den Anschlag gemacht hat, hat er das nochmal hier, sein letzten Statement noch abgegeben, dass halt Türken getötet werden sollen, Istanbul erobert werden soll, dass die Kirchen verbreitet werden sollen, dass alles christlich werden soll und so weiter halt. Das kennt ihr schon, ne? Das ist derjenige, der in Neuseeland getötet hat, sein Statement. Das ist sein Statement. Ja, von keinem anderen. Dadurch passiert das, so eine Einschläge durch Amir. Amir ist mit Schuld. So, jetzt will ich noch was zeigen hier. Ganz ehrlich gesagt, und jetzt hört euch mal an, jetzt hören wir uns noch eine Hetze. Also wenn ich das will... Das ist jetzt Hans-Peter Mayer, wie er auch immer heißt, spielt ja keine Rolle, der sowas sieht, der sich beeinflussen lässt, der sich reinsteigert, ja? Hört euch mal an. Also wenn ich das wäre, ich würde 1000 Anschläge gegen Muslime machen, weil die haben so viele Anschläge gegen Christen gemacht, da zählt dieser Anschlag überhaupt nicht. Das ist es, so ist es. Also der eine redet, macht YouTube-Videos, hetzt auf, die andere hört, der redet sogar noch, spricht es noch aus. Und zum Schluss passiert die Tat. Der Erste, der Zweite, die können diese Anschläge nicht machen. Die trauen sich auch gar nicht. Die können nur mit Mund Anschläge machen. Mit ihrem Munde machen die Anschläge, terrorisieren die Menschen. Und das nennt man wie? Das nennt man einfach was? Mundpropaganda. Mundpropaganda. Muslime sind schlecht. Muslime müssen bestraft werden. Die Muslime sind schlecht. Die Muslime, Koran muss untersagt werden. Ja, die Religion ist nicht des Friedens. Die Religion will einfach nur Terror. Die will die Menschen umbringen, Menschen töten. Und der Hans, Peter, Meyer, Heidi oder wie die alle heißen, Sandra, die hören zu, lassen sich manipulieren und bilden sich dann eine Meinung. Und manche von denen gehen schon so weit, dass solche Anschläge passieren. So einfach ist es. Ja, so einfach ist es. Mehr gibt es dann. Zum Beispiel, dieser Breivik hat es ja auch gemacht. Der hat ja gesagt, er hat Jesus gesehen und Jesus hat ihm befohlen, dass er halt diese Anschläge machen soll. Wir gehen jetzt richtig, also ich wollte das nur mal aufzeigen. Wir werden jetzt aber das Thema eingehen. Unser Thema ist das Video hier. Wir wollen einige Sachen aufdecken. Ja, sachlich bleiben. Einige Sachen auch aufzeigen. Wir gucken uns an, das ist ein bisschen spät, ich weiß, aber ich habe nicht viel Zeit für diesen Gestalt, farblose Gestalt. Ich habe andere Sachen zu tun, die viel wichtiger sind. Ich bin ein Arbeiter, ich arbeite, bin selbstständig, ja, und muss mindestens 10 Stunden, 12 Stunden manchmal am Tag arbeiten, ja, und auch mit Familie ein bisschen auch, ja, zusammen sein und nicht hier den ganzen Tag Amir. Ich habe keine Zeit für solche Leute. Deswegen werde ich auch bis Ramadan noch Videos machen und dann kommen andere Projekte, die viel, viel wichtiger sind und auch, mir spielt auch gar nicht die Rolle jetzt, wie viele Abonnenten oder Anzahler, Aufrufe ich habe. Ich werde diese Videos durchziehen und Amir ist für mich nur eine Geschichte. Und derjenige, der sie ihn anguckt, der ist selber schuld. Der ist wirklich selber schuld. Wenn er ein Opfer sein will, gerne, hier habt ihr es.
Hier, Arme der Opfer, ja, hier habt ihr es, ja. Aber wenn ihr denn wahr sein wollt, also wenn ihr wirklich ehrlich seid, wenn ihr die Wahrheit hören wollt, dann hört ihr zu, dann werdet ihr sehen hier, was ich jetzt mit Arme mache. Ja, guck mal, als Muslim werde ich dem sogar sein Evangelium darauf. Du bist doch kein Moslem, habe ich doch bewiesen. Du betest nicht fünfmal am Tag, du bist ein Käfer. Ich frage mich gerade, woher das weiß, dass er nicht betet. Ich meine, es gibt manchmal, sehe ich in der Moschee, einige Leute, die gar nicht, so aussehen, ob die beten würden, aber am Ende beten die. Woher weiß der überhaupt, dass er nicht betet? Weiß er das Verborgene? Also ich verstehe gar nicht, ja, dass dieser Mensch einfach so tut, ob er das Verborgene kennt, ja? Und er versucht zu richten. Jesus hat doch gesagt, oder in der Bibel steht doch geschrieben, du sollst nicht richten, ansonsten wirst du gerichtet. Ja, so steht es doch geschrieben bei euch. Was uns und die Ungläubigen trennt, ist das Gebet. Und wer es unterlässt, der ist ein Käfer, ist einer von denen. Du bist ein Ungläubiger, verdammt nochmal. Du lebst wie ein Ungläubiger, benimmst dich wie ein Ungläubiger und hast nichts mit dem Islam zu tun, betest gar nicht. Woher weiß er das? Verstehe ich gar nicht. Woher weiß Amir das? Auch wenn er jetzt... Ja, woher weiß er das? Das ist unglaublich. Okay. Wir haben ja gesehen, was du machst. Ne? Du schleppst hier Frauen im Namen von Jesus und treibst Unzucht, ja? Und nächsten Tag gehst du zu deinem Bruder Rissa und dann machst du Buße. Ist das die Religion? So sieht's aus, war? Man sieht so aus, Amir, guck mal an, hier Kreuz, guck mal an, hier. Okay, obwohl er sieht ja gar nicht christlich aus, ne? Augenbrauen gezüpft und so weiter. Wenn Jesus ihn sehen würde, was würde er mit ihm machen? Denkt mal euch mal nach, was er machen würde mit diesen Menschen, der nicht mehr zufrieden ist mit dem Aussehen, wie Gott ihn erschaffen hat. Ja, wie, dass Gott ihn hat ihn erschaffen, ein Wesen, der ist nicht zufrieden damit, er zupft seine Augenbrauen. Könnt ihr euch mal vorstellen, schlimmer als eine Frau es machen, wenn überhaupt Frauen, damit die schöner aussehen, die wollen unbedingt, ja, die haben ja dieses Dings da halt. Ne? Aber dieser Mensch, dieser Gestalt ist nicht zufrieden mit dem, was Gott ihn erschaffen hat. Deswegen macht er das Ganze. Guckt euch mal an, wie eng er angezogen ist. Taucheranzüge, immer wieder neue durch Spenden und so weiter. Ja, unglaublich. Und hier der Kreuz, ich bin Christ. Ja. Geh mal damit Unzucht treiben, will ich mal sehen. Dann machst du den weg. Du versteckst dein Kreuz, wenn du Unzucht treibst. Ja? Wenn du zu Bordellen gehst, dann ist dein Kreuz weg. Aber hier vor Kamera, ja, diese Heuchlerei, das wissen wir ganz genau, Amir. Da wir gerade dieses Thema anschneiden, das ist sehr wichtig, damit die Muslime sehen, was für eine Religion das ist. Ich habe diesem Courage ja gezeigt, dass Muslime, die aufhören zu beten, getötet werden müssen. Du lachst vielleicht darüber, aber es gibt Muslime, die das prüfen, was ich denen hier zeige. Und es ist Wahnsinn, was ich denen hier zeige. Es ist Wahnsinn, aber das ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Ey, das ist unglaublich. Wie kann man diesen Menschen noch... Ich kann wirklich da keinen... Das ist wie ein Virus. Das ist wie eine Bakterie, ja. Unglaublich, das ist wirklich eine Krankheit, ist das. Ja, Wahnsinn, 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 wie er redet immer. Der kann gar nicht reden, der kann wirklich gar nicht reden. Auch vergiss mal, auch wenn er Muslim wäre und solche Videos machen würde, ist noch schlimmer. Danke, danke, Amir, dass du Christ bist. Courage, da habe ich dann gezeigt, dass Muslime getötet werden müssen, die aufhören zu beten. Und du weißt ja, dass Millionen von Muslimen in Europa nicht fünfmal am Tag beten. Ja, und deswegen habe ich gesagt, das Gebot, wenn auch das Gebot gilt... Wenn das Gebot auch gilt, laut Scharia, gilt es nicht in einem nicht-islamischen Land. Weil die Menschen müssen sich auch gewöhnen daran, an die Regeln. Du kannst ja nicht einfach hier, komm, pack heute so. Ja? Aisha radiallahu anha hat gesagt, wenn Alkohol, wenn die allererste Ayah aus dem Koran wäre, dass Alkohol verboten ist, dann hätte keiner den Islam angenommen. Du kannst nicht einfach sagen, ja, in Europa werden die alle getötet, die nicht beten. Das stimmt gar nicht. Ja, weil die Fitna ist ja da, die Versuchung ist ja da. Die Wahrheit muss erstmal hervorgebracht werden, muss erstmal aufgezeigt werden, wenn überhaupt. Wenn überhaupt, ja. Wo es da sogar Meinungsverschiedenheit gibt. Ja, das ist ja, aber das ist wiederum auch, der kommt jetzt an und sagt, ey, guck mal hier, Terror. Im Islam ist es, wenn du mit dem Gebet aufhörst, musst du getötet werden. Ja, guck mal, er bringt jetzt den Leuten rüber, er hat irgendwelche Sachen gelernt, also irgendwo hat er gelesen. Verstehst du? Irgendwo hat er gelesen, jetzt denkt er so, oh, jetzt bringe ich YouTube hervor, dieses Wissen, ja? Ja? Dann komm mal her hier, machen wir mal hier. Ich meine, das ist ja, das gibt halt Gebote, die, wo man halt getötet wird, auch in der Bibel. Was passiert denn, wenn man Sabbat nicht feiert? Was passiert denn mit den Menschen in der Bibel? Wird er freigelassen?
Oder was passiert mit den Juden, der nicht beschnitten ist, der sich nicht beschneidet? Muss er nicht ausgerottet werden, aus dem Volk getötet werden? Jetzt sag nicht, ja, aber wir sind doch Christen, das gilt doch nicht mehr für... Nein, für dich nicht, aber für den Juden schon. Ja, sagen wir mal, gehen wir mal davon aus, für dich nicht, weil du sagst, okay, die Gesetze, die gelten nicht mehr, okay, aber es gibt ja genug Juden, ja, die daran halten, okay? Und wie kannst du jetzt sagen, einfach, ja, das ist ein Terror, bla bla bla. Wir gucken jetzt mal an hier, was steht. Wir machen einfach mal hier. Hier. Und ihr sollt den Sabbat halten, denn er ist heilig für euch. Wer ihn entweiht, muss getötet werden. Hier, boah, Alter, guck mal die Bibel an. Exodus, Kapitel 31, Vers 14. Das kann doch nicht sein. Das ist ja gewalttätig. Zweite Mose hier, ja. Soll getötet werden. Denn jeder, der dann Arbeit tut, also wenn du arbeitest, der soll getilgt werden aus seiner Sippe. Also das ist die Bibel, das ist nicht Koran. Das ist Yahweh, das ist Jesus, die Gebote von Jesus. Sabbat ist heilig und wer Sabbat feiert, soll laut Gesetz getötet werden. Und im Islam gibt es halt die Regel, wenn die Scharia aber da ist im Ganzen, ja, dass es dann die Meinung auch gibt, wenn jemand nicht betet oder mit Gebet aufhört, komplett aufhört, nicht wenn er jetzt eine Dings da nicht betet, sondern komplett aufhört und wenn er es auch, wenn er darauf beharrt, dass er auch diese Strafe bekommen kann. Es gibt halt diese Meinung, aber in der Bibel ist es nicht anders. In der Bibel ist es genauso. Es gibt noch mehr Sachen. Ich will es gar nicht jetzt hier aufzählen, dann werde ich hier gar nicht fertig. Dann dauert das Video wieder über eine Stunde oder zwei Stunden. Ja, aber es reicht ja schon hier. Sabbat nicht halten, der ist heilig und es gibt genug Christen, die auch immer noch daran glauben, dass das Sabbat heilig ist. Es gibt immer noch Christen, die an dieses Gesetz glauben. Also sag nicht jetzt, hey, ich bin der Antichrist. Ja, aber es gibt genug auch Christen, die ein bisschen mehr die Regeln, die Gesetze achten. Nein, aber ich bin der Antichrist. Ich will es nicht. Ich will, dass die Gesetze nicht da sind. Ja, Marcion ist hier nicht in der Bibel im Alten Testament. Die Regel vom Marcion sind nicht hier im Alten Testament. Marcion sagt, das Alte Testament ist das grausamste Buch überhaupt. Er sagt es genauso. Wir zeigen in diesem Video unter anderem, was ein Atheist ist. Wir zeigen unter anderem, wirklich dieses Video zeigt auf, dass Amir eigentlich ein Atheist ist. Der denkt wie ein Atheist. Der sagt mit Munde, er glaubt an Jesus. Ja, das sagt er. Aber Denkweise ist total daneben. Nicht christlich, nicht biblisch, keineswegs. Er denkt wie ein Atheist und glaubt auch wie ein Atheist. Und das werden wir inshallah jetzt zeigen. Also wie gesagt, das hier mit Gebet kannst du stecken. Das gilt so oder so nicht für Europa und nicht für europäische Muslime. Und das Gesetz gilt hier nicht in Deutschland. Deswegen kann man mit diesem Gesetz gar nicht ankommen. Man kann nur sagen, in der Scharia, wenn die Scharia da wäre, dann würde wo in einem Land, wo Scharia ist, dieses Gesetz gelten. Aber in Europa kannst du gar nicht, ist gar nicht die Rede. Weil diese Menschen, die wissen gar nicht, wie wichtig das Gebet ist, die wissen gar nicht, was Pflicht ist, die wissen gar nicht die Pflichten manche teilweise und das kann man gar nicht damit ankommen und diese Leute so bedrohen damit, ja, das wird sonst getötet, das ist Quatsch, weil diese, das ist Quatsch. Dann kann ich auch hier kommen mit der Bibel ohne Ende stellen, wo Jesus und so weiter in der Bibel und Yahweh im Alten Testament getötet hat, dann wird auch keiner Christ werden, verstehst du? Somit kommt man auch nicht an, wenn man als Christentum annehmen will. Und zusätzlich gibt es zu diesem Thema noch Meinungsverschiedenheiten. Ja, laut hanafitische Rechtsschule ist es auf jeden Fall nicht der Fall. Derjenige kommt, hat eine Gefängnisstrafe. Laut Schafi ist es wieder ganz anders. Also es gibt halt Meinungsverschiedenheiten. Man wird nicht direkt ein Kafir und so weiter. Da gibt es auch die Meinung. Aber das ist nicht das Thema gerade. Er versucht es zu verbinden, weil er den Religion schlecht machen will. Da muss er erstmal mit der Bibel hier anfangen. Hey, Antichrist, guck mal hier. 31, 14, 2. Mose. Was steht hier geschrieben? Lies mal bitte. Sabbat. Ja, ich bin aber ein Antichrist, ich bin ein Christ, ich glaube nicht an den Alten Testament. Ja, dann hast du Pech gehabt, Junge. Dann bist du sowieso in Feuerofen. Das werden wir inshallah gleich zeigen. An ihren Kopf in der Hand. Verstehst du, Abik, wie gefährlich der Islam ist? Das Verstehst du, wie gefährlich die Bibel ist, wie Yahweh ist, wie Jesus im Alten Testament ist? Das macht mal gleich mal ein bisschen nach. Lachen? Das ist nicht zu lachen, Amir. Die Bibel. Jesus, ein gefährlicher Jesus vor Jesus und ja, das ist ja Gott für die, ja, das hat Gott Jesus befohlen für die. Aber als ein Geist. Am liebsten würde ich dich anschreien, wenn du vor mir stehst. Am liebsten würde ich dich anschreien, Amir. Auf darüber zu lachen, es ist ernst, es sterben Menschen wegen dieser Religion. Ja, sterben hier Menschen. Dann zeig mir mal bitte mal einen Toten, der durch das Gebet, weil er das Gebet nicht gebetet hat, getötet wurde. Zeig mir bitte einen Menschen. Zieh mir mal einen einzigen auf von den Propheten. Bis heute.
Zeigt mir einen einzigen Menschen, der den Prophet Sam getötet hat, weil er nicht gebetet hat. Man darf gar nicht spionieren, man darf gar nicht nachfolgen, man darf gar nicht vermuten, man darf gar nicht fragen, man darf diese Sachen musst du auch wissen, ja? Man geht nicht hin, hast du gebetest du? Sonst wirst du getötet. Sowas gibt's nicht. Ja? Das ist halt so. Es gibt Regeln dazu auch. Man darf ja niemals jemanden fragen danach, beharren danach, man darf nicht richten, man darf nicht, verstehst du? Das sind so Regeln. Es gibt nicht mal einen einzigen Überlieferung, wo der Prophet Sallam getötet hat oder weil jemand nicht gebetet hat. Er sagt, hier, es wurden Menschen getötet. Ja, du Sabbat auch, wurden auch hier Menschen getötet. Steht hier geschrieben in der Bibel, im Alten Testament, hat Jesus befohlen. Toll. Wenn sie aufhören zu beten, dann müssen sie getötet werden. Verstehst du das nicht? Guck dir das an. Verstehst du denn nicht? Guck das an. Der muss ein bisschen mehr die Bibel lesen. Der liest zu viel den Koran oder irgendwelche andere Sachen. Der muss mal hier ein bisschen mehr die Bibel lesen. Wir haben hier mehr. Guck mal an. Wir haben hier alles gespeichert. Ich habe es gespeichert alles hier. Aber ich habe keinen Bock zu suchen hier. Ist alles gespeichert. Keine Sorge. Mach mal weiter. Aber auf jeden Fall soll er ein bisschen mehr die Bibel lesen. Voller Antichrist. Ganz ehrlich, das ist ein Atheist. Atheist. Der denkt wie ein Atheist. Bleibt auch so. Wenn er so stirbt, ja, auch im Christentum, wenn die Christentum Wahrheit wäre, würde er nicht gerettet sein, keineswegs. Er erklärt diese Gesetze als Terrorgesetze, als IS-Gesetze. Diese Stellen aus der Bibel sind für ihn IS-Gesetze. Könnt ihr euch mal vorstellen? Also Jesus war für IS mal gewesen für ihn. Weil er sagt ja, töten ist IS, ja. Hier steht töten, Sabbat. Überlegt mal Sabbat. Ja. Ach, wir machen mal weiter, sonst dauert es hier länger. Das ist Sahih Muslim. Ja, guck mal an jetzt. Was Sahih Muslim, okay? Die Quelle, Buch 5, Hadith 321, okay? Sahih Muslim 652. Unter diesen Referenzen könnt ihr den Hadith aufschlagen. Ja. Guck dir das an, was Muhammad hier sagt. Ja, guck mal an. Ich lese es vor, also ich lese es auf Englisch vor. Wenigstens haben wir es jetzt geschafft, dass er versucht, richtig zu lesen, dass er nicht mehr jetzt versucht er nur zu manipulieren. Aber das Lesen verfälscht er nicht mehr, weil davor hat er immer falsch gelesen, Sachen verdreht und alles drum und dran. Das macht er jetzt im Augenblick nicht. Das haben wir schon mal dazu gesorgt, dass er richtig abliest. Einigermaßen. I should command a person to lead people in prayer and then burn those people to absent themselves from Jummah prayer in their houses. Wenn jemand, ich würde am liebsten jemanden dazu beauftragen, Menschen, also Personen zum Gebet einzuladen quasi, ne? Und die Leute zu verbrennen, also in ihren Häusern zu verbrennen, sie und ihre Häuser zu verbrennen, wenn sie nicht am Jummah-Gebet teilnehmen. Guck dir die Aussagen von Mohammed an. Ist das auch ein Wahnsinniger oder was? Das ist das Vorbild der Muslime von 1,6 Milliarden Menschen. Er würde am liebsten die Häuser samt der Muslime... Er würde am liebsten. Steht nicht geschrieben. Er hätte, er macht das. Er würde, weil die Strafe am jüngsten Tag viel gewaltiger ist, würde er am liebsten... Weil das wäre die Strafe, wäre es ja gar nichts gewesen, ne? Weil am jüngsten Tag gibt es ja viel krasser, die Strafe am jüngsten Tag ist ja viel schlimmer, ja. Da gibt es ja ewig die Hölle, ja. Ebedien, ja, werden die in der Hölle brennen. Und hier sagt der Prophet Sallam, er würde am liebsten, stimmt, authentisch. Verbrennen, die es wagen, nicht am Jummah-Gebet teilzunehmen. Verstehst du jetzt, wie gefährlich der Islam ist? Guck mal, wie gefährlich die Bibel ist. Ja. Gucken wir jetzt einfach mal, wie gefährlich die Bibel ist. Mohammed wollte was verbrennen. Der Prophet Mohammed wollte angeblich was verbrennen. Der wollte ein Haus verbrennen, wenn überhaupt hätte er das getan. Aber er hat es nicht getan. Ne? Es gibt keine einzige Überlieferung, dass er es getan hat. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu schleudern. Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Auf die ganze Erde Feuer zu werfen. Vergiss mal ein Haus. Auf die ganze Erde. Lukas 12, Vers 49. Ich wünsche es mir, es wäre entzündet, angezündet, entfachtet. Ja, woanders. Also wir können ja hier die Übersetzung, ich weiß gar nicht, die syrische Übersetzung ist es. Ja, manchmal nehme ich von dort, aber nehmen wir mal Schlachter. Feuer auf die Erde zu schleudern. Und wie wollte ich, das wäre schon entzündet. Ich glaube, das war machen wir hier eine andere Übersetzung. Ach, machen wir mal Elberfelder einfach. Na, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Und wie... wünsche ich, es wäre schon angezündet. Hier, das ist okay, das versteht man, nur damit man es auch versteht besser. Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Feuer auf die Erde, vergisst mein Haus, auf die Erde. Jesus, Lukas 12, Vers 49. Ja?
Und Jumma, was willst du überhaupt von Jumma? Guck mal an, hier von Sabbat wird man getötet. Was willst du überhaupt von Jumma? Du redest von Jumma, guck mal an, hier Sabbat. Sabbat, derjenige, der Sabbat nicht haltet, soll getötet werden. Terror! Und nicht ich würde, sondern hier steht sogar muss getötet werden, steht hier. Soll oder muss, das ist dasselbe. Muss getötet werden. Der Prophet hat nicht gesagt, muss angezündet werden. Ich würde, ich hätte, wegen, weil die Strafe am jüngsten Tag viel schlimmer ist, ja, weil die Strafe am jüngsten Tag schlimmer ist. Da haben wir auch hier, wo haben wir das denn hier? Hier, der Menschen wird der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Verführungen und alle, die das Gesetz missachten, herausreißen. Du bist auch einer, der das Gesetz missachtet. Amen, du bist hier auch betroffen. Und sie werden sie ins Feuerofen werfen. Feuerofen, was ist denn krasser? Feuerofen geworfen zu werden oder dass ein Haus angezündet wird? Dort wird heulen und Zähneklappern sein. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten, wie die Sonne von ihren Ohren und hat die Höre. Also Matthäus, das ist jetzt die Bibel, das ist das Neue Testament. Das ist das Wort vom Neuen Testament aus der Bibel von Jesus. Ja, also hier steht Feuerofen werden die geworfen. Das ist es halt. Am jüngsten Tag werden die in den Feuerofen geworfen. Ne? So steht sie geschrieben. Das ist am jüngsten Gericht so gesehen. Und wenn Jesus wiederkommt, soll er sowieso Krieg führen, oder? Daran glaubt ihr auch. Also was will er überhaupt hier? Sabbat? Ja, hier töten. Muss, soll getötet werden. Der Prophet sagt, ich würde, ich hätte. Das ist einfach nur eine Metapher, so dass man sieht, wie schlimm am Ende am jüngsten Tag ist. So, also Sabbat hier muss getötet werden, ja? Und hier, Jesus sagt, ganze Erde will er verbrennen. Und der regt sich hier auf, wegen was? Wegen einem Haus, ja, was nicht verbrannt werden soll. Was keineswegs verbrannt werden soll, weil der Prophet hat nicht gesagt, brennt die Häuser oder brennt Menschen oder so. Das stimmt gar nicht, ja. Kommen wir mal weiter. Deswegen sage ich, das ist ein Atheist. Das ist einfach ein Atheist. Der Typ ist gegen die Bibel. Er weiß nicht, was in der Bibel geschrieben steht, weil er sich gar nicht befasst mit der Bibel. Den geht es gar nicht um. Wenn er auch mal gelesen hat, das hat er wieder vergessen. Das hat er wieder vergessen. Du lachst einfach wie so ein dämlicher Junge. Guck mal an, wer er beleidigt. Dämlicher Junge, sagt er. Das ist eine Beleidigung. Ja, guck mal an, wie der Heilige Geist in ihm ist gerade. Was er mit ihm gerade macht alles. Andere Menschen sterben wegen dieser Religion. Andere Menschen sterben hier aus dem Alten Testament. Die Tora, die existiert immer noch heute. Für die Juden auch noch. Geh mal hier zu Juden und sag mal hier, ja. Sabbat, wenn nicht Feuer soll getötet werden. Guck mal an die Juden. Was sind das für Gesetze und so weiter. Geh mal zu einem Juden, trau dich mal hier. Trau dich mal, dass du einen Juden hier so angreifst, auf diese Art und Weise. Niemals. Das ist doch. Den geht's gar nicht. Mach weiter. Den geht's gar nicht darum, Gewalt oder so. Das ist doch selber jemand, der Gewalt ausübt. Guckt euch mal an, wie der aussieht, der. Der will doch am liebsten jemanden zusammenschlagen. Ja, der sieht doch so aus. Das alles zeige, was für eine Religion das ist. Der ist der beleidigt gerade die Bibel. Menschen. Burn those persons who absent themselves from Jumma prayer in their houses. Er würde am liebsten Menschen verbrennen, die es wagen, am Jumma-Gebet nicht teilzunehmen. Guck dir das an. Ja, und hier steht geschrieben, Jesus sagt, ich würde auf die Erde kommen und Erde verbrennen lassen. Und hier ist Sabbat. Und hier kommt Feuerofen, auch Jesus. Guckt euch das mal an. Wahnsinn! Was in der Bibel geschrieben steht alles. Wahnsinn! Das gibt's doch gar nicht. Das ist Gewalt. Das ist IS. Die Bibel wurde von IS geschrieben. Erhoffe, Gott bewahre. Natürlich versuchen wir gerade, ihn ein bisschen nachzumachen. Ne? Ein bisschen lustig muss es auch sein. Ne? Ich meine, am Ende ist es eigentlich traurig alles, aber was soll's? Nicht, warum die ganzen IS-Leute Menschen am Verbrennen sind. Ja, Mohammed würde es am liebsten auch tun. Guck mal an, wie er jetzt verdreht. Der Prophet Sam sagt in einem Hadith, dazu kommen wir gleich, inshallah, dass Verbrennen verboten ist. Man darf nicht verbrennen. Ja? Und er sagt, der Prophet Mohammed würde am liebsten auch tun. Aber Jesus sagt ja auch, guck mal an, hier Jesus. Jesus sagt, er würde die ganze Erde verbrennen lassen. Wie, er wünscht sich, dass es jetzt sofort passiert. Weißt du, wer es noch getan hat? Oder jetzt kommt er, zeigt du mal. Jetzt verdreht er, jetzt manipuliert er. Guckt euch mal an. Wenn jemand den Islam verlässt, muss er hingerichtet werden, laut Mohammeds Aussagen. Baby K, möchtest du, dass Menschen verletzt werden, wenn sie den Islam verlassen möchten? Und keine Lust mehr haben auf den Islam und lieber in Freiheit leben wollen, wie du. Du hast ja auch keine Lust mehr auf den Islam. Sonst würdest du... Freiheit. Er will Freiheit. Will Gott denn Freiheit? Das ist die Frage. Will Gott, dass man gottlos ist? Dass man Götzen anbetet? Will Gott das im Alten, im Neuen Testament? Ne? Er will in Freiheit leben. Atheistisch, oder? Atheist? Der will nicht den Glauben haben und so weiter. Der will in angeblichen Freiheit leben. Wir haben ja gezeigt, ne, dass er strafe, dass er will, dass die Menschen bestraft werden. Ne? Nicht vergessen.
Was für Freiheit? Der will keine Freiheit. Ich bete und aufhören mit diesem Quatsch. Aber du liebst die Welt, danke. Also Freiheit meine ich jetzt Drogen verkaufen, Sachen machen, Leuten beklauen. Das meine ich mit Freiheit. Ja, weil das ist frei. Der Mensch ist frei. Der kann machen, was er will. Die Leine ist losgelassen. Nicht, dass mich jemand jetzt falsch versteht und sagt, Freiheit. Haben wir so ein bisschen gegen die Freiheit? Ja, auf diese Art und Weise. Nein, ich rede jetzt von den schlechten Sachen. Das kommt ja auch aus Freiheit. Ja? Dass derjenige jetzt Anschlag gemacht hat, das war seine Freiheit gewesen. Er war frei. Deswegen hat er den Anschlag ausgeübt. Das Leben. Und guck mal hier, was hier steht. Ali, das Vorbild der Schiiten. Ali burned some people who retreated from Islam. When Ibn Abbas was informed of it, he said, if it had been, I would not burn them. For the message of Allah said, guck mal, do not... Guck mal, wie schnell er das hier liest, obwohl es sehr wichtig ist. Hier steht geschrieben, dass der Prophet das nicht wollte. Der Prophet hätte nicht angezündet oder nicht jemanden verbrannt. Ja, das steht hier geschrieben. Ja, aber er... Lies das ganz schnell, weil das will er einfach, das will er nicht, dass es Leuten lernen oder Leute mitbekommen. Ne? Er will, dass er rüberbringt, dass der Prophet Mohammed das befohlen hat. So will er das rüberbringen. Der manipuliert gerade. Er vertuscht gerade alles. Guckt euch mal an. Allah's punishment on anyone, but would have had killed them on account of the statement of the messenger of Allah. Oh man. Guck mal hier, was Mohammed sagt. Kill those who change their religion. When Ali was informed about it, he said, how truly Ibn Abbas said, Ali verbrennt einfach Menschen, die den Islam verlassen haben. Guck dir das an. Aber sag doch mal bitte auch, was hier steht. Der Prophet Sam hat es nicht geboten. Er hat es verboten. Er meinte, die Bestrafung, was Allah subhanahu wa ta'ala bestraft, damit sollte man nicht bestrafen. Man sollte nicht mit dem bestrafen, was Allah bestrafen wird. Warum erwähnt er diese Sachen nicht? Gucken, wir hören uns wirklich mal an, wie er das jetzt hier liest, damit ihr mal seht, wie dieser Mensch manipuliert, dass er ihn gar nicht die Wahrheit interessiert. Hört euch das mal an, guckt euch mal an. Hör mal das Englische. Aber du liebst die Welt, dein Kanal und das Leben. Und guck mal hier, was hier steht. Ali, das Vorbild der Schiiten. Guck mal hier. Ali burned some people who retreated from Islam. Guck mal jetzt, wie schnell. Guck mal, wie schnell er jetzt liest. Hört euch mal jetzt an, wie schnell er es liest. Unglaublich. He said, if it had been, I would not burn them. For the message of Allah said, do not inflict Allah's punishment on anyone, but... would have killed them on account of the statement of the messenger of Allah. Klar und deutlich die Botschaft. Sagt, kill those who change their religion. Das liest er wieder ganz langsam und schreit da nochmal, extra nochmal, damit er das darauf bezieht, dass man verbrennen darf. Ja, dass der Prophet das erlaubt hat, so ungefähr. Informed about it, he said, how truly Ibn Abbas said, Ali verbrennt einfach Menschen, die den Islam verlassen haben. Guck dir das an. Denkst du, das ist der einzige Hadith? Guck dir das an, voll von diesem ganzen Terrorismus. Terrorismus, guckt euch mal an. Den Hadith haben wir hier. Hier, das ist es, glaube ich. Ja, das müsste sein. Hier steht geschrieben, فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُخْرِقْهُمْ لِنَحْي رَسُولُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ وَسَلَّمْ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ وَسَلَّمْ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَقْتُلُوهُ. Klar und deutlich, dass der Prophet Sallam das nicht erlaubt hat, dass man Menschen verbrennt, dass man Menschen bestraft mit dem, was sie so oder so als am jüngsten Tag bestraft werden. Also Ibn Abbas sagt, wäre ich denn in dieser Position, hätte ich es nicht getan. Hier, Ibn Abbas ist wie gesagt wer gewesen? Der Cousin von dem Propheten. Und der Prophet hat, der Prophet not punish anybody with Allah's punishment. Also der Prophet hat niemanden bestraft mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala bestrafen wird. Mit dem Feuer. Ja? Damit hat er nicht bestraft, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Aber was macht er daraus? Er nimmt nur hier diese Sache und vermischt es mit dieser Sache, mit Verbrennen, ja, das Ali hier, hier, das, vermischt er das damit und versucht das Ganze einfach zu sagen, guck mal an, der Prophet hat es getan. So versucht er das rüberzubringen, weil er hat diese Sache nicht erwähnt. Er hat nicht gesagt, der Prophet hat es nicht erlaubt, der Prophet hat es verboten. Dann haben wir hier natürlich noch ein Hadith, hier, ja, dann haben wir hier von Abu Dawud, ja, Sunan Abu Dawud, auch ein Hadith, ja, auch Sahih, den erwähnt er, glaube ich, ja auch, kommt auch hier vor, steht auch drauf, Abu Dawud, ja. Also hier steht zum Beispiel geschrieben, sallallahu alaihi wasallam, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala man battala dinahu faqtuluhu,
فبلغ ذلك علي عليه السلام. Hier sieht man sogar noch mal oben drauf, dass man auch Ali alayhi salam sagen darf, ja, weil ja das auch erwähnt wurde hier, Ali alayhi salam. فقال ويح ابن عباس. ويح ابن عباس. Also Ali radiallahu an hat danach gesagt, das fehlt hier einfach, deswegen lassen wir alles andere so, ja. Als dann Ali diese Botschaft bekommen hat, weil er es nicht wusste, hat er gesagt, oh, Ibn Abbas, oh, so, ob er bereut hat. Er hat bereut, dass er das getan hat. Ja, so, dass er das bereut hat. Das ist einfach so Reue, dass er, also, dieses Wah, das ist einfach, dass er bereut hat und gedacht hat, oh, was habe ich da nur getan, weißt du, so ungefähr, auf diese Art und Weise. Das heißt, Ali radiallahu anhu war auch nicht damit zufrieden gewesen. Er hat die Botschaft nicht bekommen. Und aus diesem Grund hat er das auch bereut. Ja, deswegen kann man es gar nicht ansehen, dass es im Islam erlaubt ist. Es ist Ijma, Konsens aller Gelehrten, dass es verboten ist, dass man niemanden verbrennen darf. Auch wenn er den Islam verlässt, darf man ihn niemals verbrennen. Aber Jesus a.s. sagt, er würde am liebsten was? Matthäus Evangelium, Lukas Evangelium. Steht geschrieben, er würde am liebsten die Erde anzünden. Ja? Wie sehr wünsche ich es mir, es wäre angezündet. Ja? Dass der jüngste Tag schon da wäre, dass die Menschen in die Hölle kommen und verbrennen auf der Erde, dass es sofort passiert. Das sagt Jesus, der angeblich friedlich war, Friede, 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 Eierkuchen gesagt hat, sagt hier nein, keine Friede, ich will, dass die Erde angezündet wird. Ja? So wie ob er Streichholz nimmt und packt die Erde anzündet. So hat er sich das gewünscht laut Bibel, ja? Laut Bibel, was geschrieben steht. Allahu alam, Allahu alam. So, was machen wir jetzt? Wir gucken uns ein bisschen noch diesen Horst an. Jetzt weißt du, warum die Menschen den Islam verabscheuen und hassen bis zum Gehirnschmerz. Wegen diesen ganzen Quellen. Guck dir das an. Das wird nicht anders. Sunan al-Nasai, der gratis Hadith. Achtung, Sahih. Ich mache das für die Leute, die das prüfen, was ich denen sage, die nicht so dumm sind und ihre Seele aufs Spiel setzen. Also für ihn ist das Sahih und das hier, glaube ich, nicht Sahih, was wir gleich zeigen werden. Die Bibel ist für ihn nicht Sahih. Ali came to some people of Azud who worship idols and burnt them. Ibn Abbas said, but the messenger of Allah said, whoever changes religion, kill him. Guck dir diesen Terror an. Willst du mich verarschen oder was? Guck mal, wie der redet, so dieses Wörter. Ja. So, kein Scham, kein bisschen Haya, ja, kein bisschen Schamgefühl. Ist das normal? Menschen bei lebendigem Leibe zu verbrennen, die den Islam verlassen, die haben... Stimmt gar nicht. Das haben wir schon gezeigt. Ja? Und ganz ehrlich, wie er hier so schreit, wie er sagt, so diesen ABK sagt er auch, wenn ich das sehen würde, würde ich dich anschreien. Und bei einem anderen Video sagt er so, wenn ich dich sehen würde, dann würde ich dich umarmen. Ich würde dich lieben, umarmen. Ja, für Jesus würde ich das tun. Und hier sagt er, ich würde dich anschreien. Ich schreite an. Verdammt nochmal. Wahnsinn. Guck mal, wie er hier schreit, wie er abgeht. Weil er merkt, es hört ihm keiner zu. Das hört ihn keiner zu. Der hat einfach nicht die innere Ruhe. Der hat einfach nicht die innere Ruhe. Er hat keine innere Ruhe, keineswegs. Dieser Mensch, wirklich, das sind alles seine eigenen Leute, die da unten schreiben. Das sind diese Mädels mit verschiedenen Accounts und irgendwelche Leute, die wirklich krank sind. Hier haben wir doch gerade gehört, dieser Mensch, dieser Peter Hans, der die Menschen, die Muslime am liebsten töten will. Ja? Das sind solche Gestalte. Ja? Das sind da gar nicht mal zu retten, die ihn anhören. Das sind doch keine normale Menschen, das sind doch kranke Menschen, gestörte Menschen. Deswegen sollten wir auch nicht viel die Aufmerksamkeit schenken. Das sind die letzten Videos. Welche Götzen angebetet, Ali hat die Leute einfach verbrannt. Wie ISIS? Siehst du, das ist nicht... Guck mal, wie der diese Schrein, Quellen der sind abgeht. Nicht ISIS, sondern ISIS ernährt sich von den Quellen des Islams. Du völlig wahnsinniger Mensch. Deswegen habe ich gesagt, gut, dass du mich pushst, dass ich das alles zeige. Danke, Ami, dass du diese Videos machst, damit wir hier die ganzen restlichen Bibelstellen auch nochmal aufzeigen. Du sagst sie authentisch. Die Muslime müssen aufwachen. Anzünden. Der Prophet hat es verboten. Haben wir schon gezeigt. Hat er selber vorgelesen. Mit seinen eigenen Worten in Englisch nur schnell gelesen. Der Prophet hat es verboten und Ali hat es bereut, dass er das getan hat. Aber dieser Gajelius, Gandabacha pur, Unzucht pur, kann es nicht verstehen. Weil er den Islam beschmutzen will. Er will nicht die Wahrheit aufzeigen. Den geht es nicht um die Wahrheit. Was für Wahrheit? Guckt euch mal an, wie der hier schreit und laut wird und...
Wie verabscheuen solche Menschen wirklich? Eine möge Allah diese Menschen wirklich vernichten oder recht leiten. Einfach Menschen, was, wo leben wir hier, Mann? Verdammt nochmal. Entschuldigung, dass ich wieder Verdammt nochmal. Dieses Wort, das kommt in seinen Munde so wie Essen, Trinken, ja, wie ob man was Gutes sagen würde. Das ist für ihn so gang und gäbe. Und du lachst einfach wie so ein Wahnsinniger, verstehst du? Während Menschen wegen dieser Religion getötet werden, legal in deren Ländern. Getötet werden? Wo wird denn jemand getötet, Mann? Was redet da? Voller Quatsch. Ja. Und ich glaube, jeder andere würde auch mit mir explodieren über eure Ignoranz und dieses ganze Gelächter, Spotterei und sowas. Ist doch nicht normal. Ein bisschen Gehirn anmachen, was diese Religion betrifft. Wir zeigen gleich die Bibelstellen. Die Aussagen Mohammeds überprüfen, prüfen. Wir prüfen gleich die Bibel, Mann. Ja. Was du versteckst. Zu der Frage, wie mit einem Muslim umgegangen werden muss, der nicht betet. Falls ein Muslim sich weigert, zum Gebet zurückzukehren, muss er getötet werden. Du und diese ganzen Leute, ihr betet nicht fünfmal am Tag. Wer weiß das? Weißt du, wie gefährlich der Islam für dich ist, nicht wahr? Wir machen erstmal diese Sache hier, dann machen wir das Ende. Weil er sagt hier einfach, die Religion, wer Religion verlässt, muss getötet werden. Habt ihr das gehört, oder? Das erwähnt er in diesem Hadith. Ja, und das ist Terror für ihn, IS und was weiß ich was. Ja, wir haben schon gezeigt mit Sabbat und so weiter, das ist ja gang und gäbe. Aber wir zeigen jetzt die andere Stelle, und zwar hier. Das ist Matthäus 43, das brauchen wir auch nicht. Das war, obwohl hier auch meint, nicht bin kommen, um Gesetze oder Propheten aufzulösen. Das ist ja klar. Er ist nicht kommen, um Propheten und Gesetze aufzulösen, sondern zu erfüllen. Also das Alte Testament gilt immer noch für Jesus. Ja, das ist die Christen, die Massion-Anhänger, die wollen, dass Gesetze, dass sie aufgehoben werden. Die wollen, dass man jeder wie Amir Schweinefleisch isst. Dass man diese Sachen halt Gebote gar nicht mehr hält. Ja, dass die Gebote gar nicht mehr gültig sind. Das wollen die gerne. Klar, aber Jesus hat gesagt, nein, ich bin nicht gekommen, um Gesetze oder Propheten aufzulösen und zu erfüllen. Ich bin gekommen, sondern auf zu erfüllen. Denn, Amen, ich sage euch, bei Himmel und Erde vergehen soll vom Gesetz nicht ein einziges Jota oder ein einziges Häkchen vergehen. Also hier klar und deutlich. Ja? Die Botschaft ist klar und deutlich. Jetzt, was passiert mit denjenigen, der die Religion des Judentums, des Christentums verlässt? Was passiert mit denjenigen? Deuteronomium Kapitel 17, Vers 1. Du sollst den Herrn, dein Gott, kein Rind oder Schaf opfern, das einen Makel hat. Irgendetwas Schlimmes, denn das verabscheut der Herr, dein Gott. Wenn sich bei dir in einer deiner Ortschaften der Herr, dein Gott, dir gibt, jemand findet, ein Mann oder eine Frau, der tut, was dem Herrn, dein Gott, missfällt und seinen Bund übertritt, hingeht und anderen Göttern dient und sie anbetet, die Sonne oder den Mond oder den ganzen Herr des Himmels, was ich verboten habe und es dir mitgeteilt wird, dann sollst du verhören und gründlich untersuchen. Und wenn er wahr ist, also wenn es wahr ist, es sich wirklich so verhält, wenn dieses Abscheuliche in Israel verübt worden ist, dann sollst du jenen Mann oder jene Frau, die solchen Frevel begangen haben, zu deinem Toren hinausführen, den Mann oder die Frau, und sollst mit ihr PlayStation spielen. Steht hier geschrieben. Amir. Guck mal, hier steht PlayStation spielen. Oder soll es mit den Augen zupfen oder was weiß ich was mit dir. Nein, hier steht Todessteinigen, steht hier geschrieben, Amir. Das Gesetz von IS. Wahnsinn, was hier geschrieben steht, Amir. Ja. Derjenige, der seine Religion verlässt, laut Judentum, auch Christentum, weil das Gesetz ist ja nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen, soll was passieren, der soll gesteinigt werden. Ja. Der soll getötet werden. Wer auf den Tod angeklagt ist, soll aufgrund der Aussage von zwei oder drei Zeugen getötet werden. Aufgrund der Aussage eines einzigen Zeugen darf er nicht getötet werden. Ja? Die Zeugen sollen als erste Hand an ihn legen und ihn zu töten. Und danach das ganze Volk. So sollst du das Böse ausrotten aus deiner Mitte. Das ist ja wie bei IS. Wie? Also es ist die Bibel, manchmal kommt mir wirklich die Bibel so vor, ob es von IS wäre. Aber ich weiß, dass es nicht so ist. Ja? Natürlich nicht. Ich rede jetzt von Amir. Ja? Das ist jetzt einfach nur ein Denkanstoß für die Leute, nicht für mein Verständnis, für ein Verständnis von Amir. Machen wir mal weiter. Hebräer. Denn es ist unmöglich, die welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Worte Gottes geschmeckt haben, dass so die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann
abgefallen sind, hier abgefallen, die sind abtrünnig abgefallen, wieder zu Buße zu erneuern, nein, das ist nicht möglich. Elia, du hast keine Chance mehr. Da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen, um zu Gespött machen hier. Ja? Denn ein Erdreich, das den Regen trinkt, das ist jetzt das Neue Testament, ja, also nicht mehr das Alte Testament, der sich öfters darüber ergießt und nützliches Gewächs hervorbringt, denen, für die es bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Derjenige aber, der Dornen und Disteln trägt, ist untauglich und dem Fluch nahe. Es wird am Ende verbrannt. Hier habt ihr Verbrennen. Hier hast du Elia. Yes! Wahnsinn! Was für eine Religion! Töten! Oder was heißt töten? Dass derjenige halt keine Chance mehr hat, gerettet zu werden. Der kann nicht mehr umkehren. Ja? Der kann nicht mehr gläubig werden, wenn er einmal ungläubig war. Ja? So steht es hier geschrieben. Und Islam werde ich gleich zeigen. Ne? Wenn er ungläubig ist, kann er immer noch gläubig werden. Allah nimmt die Reue trotzdem an. Ja? Oder hier. Wer den Namen lästert, der soll getötet werden. Ganze Gemeinde soll ihn unbedingt steinigen, sei es ein Fremdling oder ein Einheimischer. Auch ein Nichtjude ist hier auch gemeint. Mit Fremdling ist ein Nichtjude. Jemand, ja, so wie Amir. Jemand, ein Iraner zum Beispiel. Ist auch damit gemeint. Wer Gott lästert, ja, das ist wie gesagt 3. Mose, Kapitel 24, Vers 16, Levitikus. Und hier steht geschrieben, wer Gott lästert, soll getötet werden. Das kommt uns bekannt vor alles. IS für Amirs Verständnis. Amir denkt, das ist, weil Amir hat einfach so ein Verständnis. Amir folgt den Marcion, der komplett das ganze Gesetz vernichtet hat, der die neuen Gesetze hervorgebracht hat. Ja, daran glaubt Amir. So, das haben wir hier. Hier haben wir auch eine. Darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Und wer ein Wort redet gegen den Sohn, den Menschen, den wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, den wird nicht vergeben werden. Weder in dieser Welt noch in Zukunft. Das heißt, wer den Heiligen Geist lästert, der hat gar keine Möglichkeit mehr. Auch wenn er danach sagt, ich bin Christ. No chance, keine Chance mehr. Gucken wir mal im Koran, was er sagt. Gucken wir mal an, was der Koran sagt. Ja. Hier haben wir die Koran, ja, ich glaube, hier ist der Koran, hier haben wir. Sag, o meine Diener, o ihr gegen euch selbst maßlos gewesen seid, verliert nicht die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit. Gewiss, Allah vergibt die Sünden alle. Er ist ja der Allvergebende und Barmherzige. Das heißt, er vergibt alles. Hier nochmal. Gewiss, diejenigen, die gläubig sind, hierauf ungläubig werden. Also gläubig sind die und die werden jetzt ungläubig. Ne? Hierauf wieder gläubig werden, das heißt, die werden wieder gläubig und wieder ungläubig werden und dann Unglauben zunehmen. Es ist nicht Allahs, ihnen zu vergeben, noch sie einen rechten Weg zu leiten. Das heißt, wir haben immer noch die Möglichkeit, gläubig und ungläubig und wieder gläubig. Hier. Die haben immer noch die Möglichkeit, gläubig zu werden. Nachdem sie ungläubig geworden sind, hierauf ungläubig, können die wieder gläubig werden. Ja, haben die Möglichkeit. Und hier ist es gemeint, wenn die mit Unglauben sterben, dass denen nicht vergeben wird. Ja, laut Tafsir, laut einiger Meinung. Dann haben wir hier, was haben wir hier noch? Wir haben hier noch ein Ei aus dem Koran. Und sie werden nicht eher aufhören, gegen euch zu kämpfen, bis sie euch von euren Religionen abgekehrt haben. Wenn sie es können, ja, wer aber unter euch sich von seiner Religion abkehrt und dann als Ungläubiger stirbt, erst dann sind diejenigen, deren Werke in diesseits und jenseits hinfällig. Erst dann, wenn die als Ungläubiger sterben. Aber wenn die wieder gläubig werden, hatten wir schon gehabt, das haben wir schon aufgezeigt, dann sind die trotz allem gerettet. Dann haben wir hier, ja, das haben wir hier auch, hier steht auch geschrieben, wenn die aber bereuen, das Gebet verrichten, also es gibt es immer noch Bereue, also man kann immer noch um Reue bitten. Also hier haben wir klar und deutlich, und hier steht geschrieben, wenn, Matthäus Evangelium, derjenige, der halt sich bekehrt vom Christentum zum Islam oder zum Buddhismus, Hinduismus, wie auch immer, und danach wieder Christ werden will, das geht nicht mehr, das ist vorbei, Game Over, das ist vorbei, er kann nicht mehr Christ werden, er ist für ewig in der Hölle, er brennt für ewig in der Hölle, hier. Jesus hat es gesagt. Was ist mehr? Was beruft, also wer ist barmherziger? Der Koran oder jetzt diese Stelle aus der Bibel? Der Koran, weil du immer noch die Möglichkeit hast, bis zu deinem letzten Atemzug hast noch die Möglichkeit, vielleicht, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir die Möglichkeit gibt, dass du dann die Wahrheit annimmst. Aber hier, auch wenn du die Wahrheit annimmst, bist du ewig in der Hölle. Bist du ewig in der Hölle. Du hast gar keine Rettung mehr. Du hast keine Rettung mehr. Dann haben wir hier noch den Hebräerbrief hier,
Kapitel 10, Vers 6, 20. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorneseifer des Feuers. Hier habt ihr wieder Feuer. Ihr wollt unbedingt die Feuer. Amen. Spielt gerne mit Feuer. Der die Widerspenstigen verzehren wird. Jetzt, also das ist, es gibt keine Möglichkeit zur Reue. Wenn man glaubt, ist man gerettet. Wenn man einmal ablehnen sollte, dann wird man auf jeden Fall dann in Feuer brennen. Jetzt, wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben auf die Aussage von zwei oder drei hin. Also es ist, guck mal, Hebräerbrief, das Neue Testament. Immer noch möglich. Keiner soll kommen und sagen, nein, im Neuen Testament steht es nicht geschrieben. Doch, immer noch möglich. Wenn jemand Moses folgen will, dann wird er sterben, steht im Neuen Testament geschrieben. Wie viele schlimmere Strafe meint ihr? Wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Also hier steht geschrieben, so gesehen, das ist viel schlimmer, steht hier geschrieben. Also, dass er stirbt, das ist noch gut. Denn wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten hat? Dass der Mensch stirbt, ja, durch Moses Gesetz, alles gut. Aber wenn du Jesus verleugnest, das ist eine noch mehr schlimmere Strafe. Hier, meint ihr, wird derjenige schuldig erwehrt werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist Gnade geschmäht hat. Hier, ja, Feuer, mehr als Tod sogar, mehr als Tod ist es Feuer. Hier, Feuer habt ihr. Ja, das ist das Feuer. Also so steht es hier geschrieben, so ist es zu verstehen. Das heißt, derjenige, der Jude, sagen wir mal Jude nur, ja, derjenige, der Jude in Israel, der soll mal gehen hier in Israel hier und sagen, hier, guck mal die Juden an, die sind alles Mörder, die folgen die IS. Soll er mal sagen, hier, soll er sich mal trauen. Wir haben hier eine Stelle hier, Lukas ist ja sowieso klar, wir haben hier die Stelle, Deuteronom 17,1 soll getötet werden, ne? Gesteinigt werden. Hebräer 6,4 gibt es keine Vergebung mehr, auch wenn er das Christentum annimmt. Dann haben wir hier Levitus 24, Vers 16, derjenige, der lästert, wird auch getötet. Und hier haben wir auch nochmal gehabt, mehrere Stellen, wie gesagt, dass derjenige halt nicht vergeben wird, wenn er halt Gott lästert. Und dann haben wir hier auch beides in einem, ne? Beides. Hebräer Kapitel 10, Vers 28, für die Juden einmal, für diejenigen, die halt das alte Gesetz, für die alte Gesetzheit, weil Hebräerbrief ist ja auch so ein komisches, hat da gar keine Verfasser, ja, alles fake, ja, sage ich ganz ehrlich. Und auf jeden Fall ist hier alles drin. Steinigen ist drin, ja, töten, verbrennen, alles ist drin. Und dieser Gestalt peilt es gar nicht. Für ihn ist es anscheinend nicht authentisch. Die Bibel ist nicht authentisch und er geht lieber die authentischen Quellen, Hadith-Quellen, und versucht die Quellen hier schlecht zu machen. Hören wir uns mal ein bisschen an. Immer wieder. Amüsiert euch. Wir, die wiedergeborenen Christen, wir haben unser Leben dem Herrn Jesus gegeben. Du bist immer noch in der Welt und eines Tages, wenn es soweit ist, dass der Islam hier regiert, dann wirst du platt gemacht von deiner Religion und diese ganzen Leute. Und außerdem, die glauben daran, wenn Jesus wiederkommen wird, die glauben daran, dass Jesus wiederkommt, der wird kommen, zerschmettern, zermalmen, der wird Kriege führen, der wird töten. Daran glauben die auch, ja, nur mal nebenbei. Nicht mal Jesus hier, Friede. Wie du diese Gaming-Blödsinn da machst, am Ende. Dieser Ex-Affe-Tipper oder wie der Typ heißt. Ja, der auch dran ist, der seinen Kopf in der Hand hält. Ja, wie dumm muss man sein, ehrlich? Kann doch nicht. Ja, wie dumm muss man sein, dass man diese Stellen aus der Bibel auslässt und über Hadithe redet, über authentische Quellen redet und alles andere rauslässt? Kann sein. Ihr lacht darüber, aber es gibt Menschen, die wegen dieser Religion sterben. Verstehst du das nicht? Ich könnte explodieren wegen euch. Wegen deiner Hetze sterben Menschen. Haben wir gesehen. Und es gibt auch einen Fall, ich weiß nicht, ob es authentisch ist, sage ich ganz ehrlich, da ist jemand sogar, hat sein Leben genommen, ein Iraner, der Christ wurde und kennt auch Amir, seine Videos. Und ja, und es ist, ich weiß, ich muss gucken, halt prüfen, ob das stimmt. Auf jeden Fall hat er sich umgebracht, ja, und ja, das werde ich auf jeden Fall nochmal prüfen. Und es war ein Iraner gewesen, der wegen Papiere Christ wurde und später, ja, ich weiß nicht, auf jeden Fall werde ich das Ganze nochmal prüfen lassen. Guck dir das an, von dem Rechtsgutachter Sheikh Saleh Al-Fawzan, das ist eine hohe Autorität im Islam.
Geh mal und sag mal, ich akzeptiere seine Fatwa nicht. Es gibt Muslime, die dich umbringen würden dafür. Welcher Muslim bringt jemanden um, weil man von Fauzan seine Sache nicht authentisch ansieht? So ein Quatsch. So ein Müll. So ein Dreck. So ein Drecksmann ist das. Ganna Baccia pur, ein Lügner ist das. Sheikh Fauzan, wenn man nicht daran glaubt, dass seine Fatwa authentisch ist, wird man getötet. So ein Horst, so ein Dajjalius Ganna Baccia pur, ein Lügner pur ist es. Und alle Menschen, die ihm folgen, sind auch Lügner. Alle diese Menschen, ganz ehrlich, die sind wirklich die schlimmsten Verbrecher überhaupt. Ja. Also ich weiß nicht, ob wir das noch angucken sollen. Ja, das ist voller Quatsch, was er da erzählt. Allein schon aus dem Grund, weil er manipuliert und weil er seine Bibel nicht auskennt. Also er kennt sich einfach mit der Bibel nicht aus. 3. Mose Kapitel 24, Vers 16 soll derjenige getötet werden, der Gott lästert. Er würde sagen, oh, das gehört zu IS. Aber steht in der Bibel geschrieben. Ja, aber es ist ja Jesus ist gekommen und die Gesetze. Ja, Marcion ist gekommen, nicht Jesus für dich. Auch nicht Paulus, Marcion ist gekommen. Marcion, ja, der die Gesetze komplett missachtet hat. Aber es gibt immer noch Juden, die daran glauben. Geh doch mal zu Israel, geh doch mal, schrei doch mal hier. Sag mal einfach hier, die Juden sind so und so. Trau dich doch mal zu, dass die Juden an so ein Buch glauben, an die Bibel, an das Alte Testament glauben. Vergiss mal die Christen. Ich weiß, dass es einige viele Christen gibt, die auch diese Gesetze daran glauben. Ja, gibt es halt. Es gibt einige Christen. Aber er ist ja so einer, der wird sagen, nein, es gibt keine Christen, keine wahre Christen oder was auch immer. Ja, aber geh mal, schrei doch mal zu den Juden. Sag doch mal, dass diese Juden IS-Anhänger sind. Sag doch mal, dass die Juden eigentlich getötet werden müssen oder bestraft werden müssen oder was auch immer. Trau mal zu sagen, dass die Juden bestraft werden müssen. Du kriegst von mir 100 Euro, ey. 100 Euro. Du wirst sofort verhaftet, Junge. Wenn du sagst, die Juden sollen bestraft werden, ist vorbei. Deine Videos werden sofort gelöscht. Mit dem Islam kannst du es tun. Der Islam ist frei. Weil wir haben den Frieden, Alhamdulillah. Wir glauben an den jüngsten Tag. Wir wissen ganz genau, dass diejenigen sowieso ihre zur Rechenschaft gezogen werden. Aber trau dich mal zu sagen, die Juden sollen bestraft werden. Komm, trau dich. Ja, diese Gesetze in der Bibel, dass sie falsch sind. Trau dich zu sagen und kriegst von mir 100 Euro. Trau dich zu sagen, dass 3. Mose Kapitel 24, Vers 16 und die Deuteronomium, was wir alles aufgezeigt haben hier aus der Bibel, dass diese Gesetze von IS sind. Komm, 500 Euro kriegst du von mir, wenn du aus dem Herzen auch wirklich daran glaubst. Für Geld machst du alles, Amir. Du würdest für Geld, ich nehme das zurück. Ich nehme die Sache zurück, weil dieser Mensch macht ja für Geld vielleicht. Doch, dann muss ich ihm noch Geld geben. Weil er würde ja alles verkaufen für Geld. Ja, dieser Mensch macht es ja nur fürs Geld. Das geht nur ums Geld. Aufmerksamkeit und Geld. Narzisst bist du. Geh deine Bibel lesen oder du glaubst daran, dass die Bibel nicht authentisch ist. Du glaubst daran, dass die alten Schriften nicht authentisch sind. Dann lies weiter Hadithe. Lies, lerne. Lerne. Du wirst irgendwann mal davon lernen, glaub mir. Du wirst irgendwann mal dich bekehren dadurch. Dadurch, durch deine Strafe, wie bei Elia auch. Ja, der hat im Munde trotz allem ausgesprochen, dass es keiner Recht hat, angebetet zu werden und dass der Mohammed der beste Prophet ist. Das hat er selber aus dem Munde gesagt. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird dich auch genauso erniedrigen. Der erniedrigt dich jetzt so oder so schon, dass du so Taucheranzüge anhast und denkst, du bist was Krasses und du merkst es gar nicht, wie lächerlich du bist, wie peinlich du bist. Ja? Du bist ja der unterste Schublade, du bist gar nicht zu retten. Du bist gar nicht zu retten, das merkst du aber gar nicht. Das ist die Erniedrigung. Die Erniedrigung ist nicht, dass du das bekommst. Die Erniedrigung ist, dass du gar nicht das siehst, wie blind dich Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hat. So wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, du bist taub, blind, stumm und du wirst nicht umkehren. Du siehst einfach nicht, in was für eine Lage du gerade steckst. So wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Surah 61, Vers 8, يُرِيدُونَ لِيُطْفِرُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Sie wollen gern Allahs Licht mit ihren Munden auslöschen, aber Allah wird sein Licht vollenden, auch wenn es den Ungläubigen, was ist, zuwider ist. Auch wenn es denen zuwider ist, die haben keine Chance. Die werden auf jeden Fall was werden? Die werden nicht die Möglichkeit haben, Allahs Licht auszulöschen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala wird es erfüllen, auch wenn es ihnen zuwider ist, Amir. Es ist dir zuwider. Und guck mal an, wie Allah subhanahu wa ta'ala dich erniedrigt. Mit deinem Aussehen, mit deiner Gestalt, mit deinen Klamotten, mit den ganzen Stellen, weil du die Bibel angreifst und behauptest, du folgst Jesus Christus. Du richtest Jesus. Das Alte Testament erklärst du zu IS, zu Terror, obwohl es da geschrieben steht, derjenige, der seine Religion verlässt, soll getötet werden. Und du sagst, es gehört zu IS.
mach einfach weiter so, sehr gerne. Du wirst einfach dich nur ins Lächerliche ziehen, genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Jal haqq wa dhaq al batil, innal batila kana dhahuqa. Ja, und die Wahrheit ist gekommen und die Falschheit ist gegangen und die Falschheit ist dazu bestimmt, dahin zu gehen. Und du bist auch bestimmt, einfach nur dahin zu gehen. Mehr nicht. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.